Ich hab's Falsche gemacht. Kann man was anderes als eine Vakuumröhre machen? Hast du jetzt einen Fernseher bei rausbekommen oder eine Lokomotive statt ein Fernseher? Nein, aber das Knife Workblade ist falsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft City 2 mit dem Safety Agages Modpack und Demeria, hi. Hallöche. Du bist endlich hier mal am Bauen. Hä? Digga, doch. Was war denn das jetzt schon wieder? Was hast du denn wieder getan? Ich. Ui. Aua. Was ist Erdbeben hier oder was? Ja, das ist ein Schwert. Dann gib mir mal das Schwert. Dann kriegst du noch wieder. Unwahrscheinlich. Einfach mit rechts. Uiuiui. Krasse Sache, ey. Wie voll krass, Alter. Du baust hier einen Tempel sozusagen, also so ein Häuschen um die Stern, den Teleporter. Ja, du hattest mich beauftragt, weil dir weil du hier eine Kuppel haben wolltest. Und die habe ich jetzt gerade mal angefangen. Genau, so wie hier. Hätte ich eben gerne eine Kuppel. Wo man sieht, wo es hingeht. Marktplatz, Wüste. Genau, die Eiswüste. Und hier zum Xela-Altar. Damit wir einfach wissen, welcher Stern wohin führt. Hat man sich nicht verirrt, genau. Ajo. Ajo. So. Während du hier weiter baust, werde ich mich mal ein bisschen um den Tech-Tree kümmern. Juhu. Du hattest Varuna macht Tech. Ich probiere es. Ich baue Varuna macht Tech. Verkehrte Welt hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich probiere es mal. Du hattest letztes Mal hier noch den Tank fertig gemacht. Yep. Hattest auch jetzt vorhin nochmal vor der Aufnahme probiert, den Tank an die Öfen anzuschließen. Ja, also mit den Buildcraft-Rohren, das geht halt noch nicht, da wir uns noch keine Redstone-Engine bauen können. Ich gucke gerade mal, ob wir andere Engines haben. Nee, haben wir leider nicht, habe ich auch schon geschaut. Nee, Tatsache, ja. Ja, nee, die ist halt noch ein bisschen teuer, dann brauchen wir... Noch ein bisschen mehr Tech. Ja, minimal. Also die Vakuum-Tube ist jetzt schon die übernächste, das übernächste Achievement. Das kannst du dann im Prinzip schon direkt machen. Ajo. Werde ich auf jeden Fall heute hinkriegen. Treated Wood haben wir sowieso schon. Redstone Alloy können wir schon machen. Hast du, glaube ich, schon mal gemacht. Oha. Genau. Und dann können wir auch Redstone Engines bauen. Genau. Und deshalb fange ich jetzt mal an mit der Engineers Workbench. Genau. Auf die kommt's an. Die haben wir hier. Crafting Table und... Treated Wood. Treated Wood habe ich extra gemacht. Achso, warte mal. Brauchen wir ja noch Sticks. Sticks habe ich natürlich. Ah, doch, hier. Dann, dann. Ja, yeah, drei Stück davon. Dann bauen wir noch ein Crafting Table. Hoffentlich einen normalen. Ja. Und dann haben wir die Workbench. Gut. Mit K. Da steht sie. ich sehe aber kein Inventar, das ist ja halt doof. Ah, doch hier. Ja. Warum kann ich die wieder nicht benutzen? Weil du Varuna bist und mit Technik nichts am Hut hast? Ich kann da nichts reinlegen. Ey, du brauchst erstmal einen Blueprint. Okay, warte mal. Ich guck mal in den Tech Tree. Vielleicht sollte ich mich daran halten. So, wir machen den Vakuum Tube. Ja. Es gibt für verschiedene Sachen bei Immersive Engineering verschiedene Blaupausen. Und diese Blaupausen brauchst du, wenn du die in den Tisch legst, kannst du die Sachen erst bauen. Weil ohne Blaupausen sind die scheinbar zu kompliziert, kriege ich ja nicht hin. Mhm.
Du musst halt für die verschiedenen Sachen die entsprechende Blaupause haben. Und sobald du die hast, kannst du auch die Sachen machen. Sprich, du brauchst jetzt die Blaupause, wo die Zeichnungen für die Vakuumröhre drin sind. Okay. Okidoki. Ich kümmere mich drum. Ich kann das. Chaka. Ja. So, erstmal brauchen wir ein paar Blumen, damit wir blaue Farbe kriegen. Da müsste auch Lapis gehen. Hast du Blaue das schon Farbe ist gesagt? normalerweise immer Lapis gut. Nee, also im Rezept zeigt das. Ach so, als Farbe. Farbe, ja. Ja, geht, aber Aber. wir haben ja auch ein paar Blumen. Ja, wir haben auch Farbstoffe im Schrank. Also zum einen haben wir hier das normale. Aber 13 Stück. Und dann haben wir hier aber auch noch Blümchen, die wir verkuddeln können. Die hier glaube ich auch. Die habe ich jetzt gerade mal drüben in den Millstone rein. Und dann haben wir blaue Farbe, noch ein bisschen mehr. Und da ich ja hinten bei der alten Mühle das zum Glück nicht weggemacht habe, kann ich die auch da reinschmeißen. Dann muss ich nicht immer so weit laufen. Oh. Fauler Mensch halt. Es ist immer Nacht hier am Server. Schlimm. Gut. So, ich werde mal kurz noch was anderes machen. Zuckerrohr. Flint and Steel. Komm her. Achtung. Nein, nicht so nah. Nicht so nah. Tada. Es wird Licht. So, wir haben Feuer gemacht. Dam, dam, Manche Leute dam. haben Dam, dam, Probleme. dam. Ups. Ja. Was kann ich dafür, dass ich so Probleme habe? Ja, so rum. Schaff dir meinen Jawohl. Orientierungssinn an. So, und dann muss ich die da in die Workbench legen. Yep. Und dann erscheint erst das Inventar. Okay. Genau, weil du dann Also. erst weißt, was du machen musst. Copperwire. Brauche ich eine Zange? Das Knife Workblade, da weiß ich, wie das geht. Und dann Treated Sticks, zwei Stück, die habe ich noch. Dann hätte ich mal gerade mehr die, wie heißen die? Flintstones mitnehmen müssen. Ich glaube, ich bin ja nicht so weit weg davon. Knife Workblade geht nämlich so. Ein Flint und zwei Eisen. Und dann zwei von diesen. Hallo, das ging doch gerade so. Treated Sticks. Iron Knife Blade. Ich hab's falsche gemacht. Kann man was anderes als eine Vakuumröhre machen? Hast du jetzt einen Fernseher bei rausbekommen oder eine Lokomotive statt ein Fernseher? Nein, aber das Iron Knife Workblade ist falsch. So, warte mal. Hier, das da brauche ich, glaube ich. Knife Workblade. Aber ich habe doch hier so ein Knife. Das verarscht mich, glaube ich. Warte, wir probieren das aus. Wir legen das mal da drauf. Holen ein bisschen Gold. Ja, und das in den Ofen.
Hälfte der Folge Mods verarschen. Warum immer? Ja, was für ein aber Spaß. wirklich. So ist es halt bei mir. Keine Ahnung von Technik, das ist das Problem. So, Glas haben wir auch. Glas können wir da schon mal reinmachen. Da drauf. Geht das nicht? Gut, geht nicht. Dann machen wir das so. Geht auch nicht. Hey, was mache ich denn hier? Wenn ich das nur wüsste. Wenn ich das wüsste. Trau mich nicht zu dir zu kommen und dir mal auf die Finger zu schauen. Ist auch besser so. Du würdest vor dich vor Dummheit, also vor meiner Dummheit kräuseln. So, so. Ich fürchte, ist schwer. Ich hab's doch hingekriegt. Sicher? Guck, dass du jetzt nicht, Flugzeugträger gebaut hast, statt einer Vakuumröhre. Ey, warum dran nicht? Ja, wäre doch cool. Ja. So, ein Eisen. Was brauche ich noch? Kupferdinger. Da heißt, ich brauche 2 Kupferplatten. Einfach herzustellen. Entweder gießt du sie dir oder hämmerst du dir. Ich gieße mir. Ich gieße mir, yeah. So, da haben wir alles. So, jetzt habe ich endlich die Zange. Jetzt kann ich aus der Zange und den 2 Kupferplatten 2 Kupferkabel machen. Oder Drähte, um es genau zu nehmen. Die ganze Folge habe ich, glaube ich, nur dieses eine Teil hingekriegt. Oh yeah, 3 Vakuum-Tube. Und nun? Yay. Varuna hat ein Achievement, Varuna hat ein Achievement. Ey, komm, ich hab schon ein paar. Yeah. To craft a circuit board. So. Ich rausgeflogen, dank dir, danke. Du und deine Achievements. Immer wenn du aufnimmst, fliege ich raus. Irgendwo ist da der Wurm drin. Das ist, weil du immer so böse zu mir bist. Ja, ich halte dich noch zurück, Junge. Was? Ich halte mich noch zurück hier. Circuit Board. Brauche ich wieder eine neue Dings da, gell? Nee, Dings da ist nie verkehrt. Brauche ich nicht. Eine neue Blueprint. Der, also so, für das, andere Sachen. Jetzt habe ich es kapiert. Das eine Blueprint kann diese 4 Sachen hier herstellen. Für ja. ein anderes brauche ich was anderes. Ja. Insulated Glass. Oh. Was brauche ich denn noch alles hier? Iron Grid. Das ist gemahlenes Eisen, ja. Du hast irgendwo einen Grindstone stehen gehabt. Wo war denn das? Ich habe den mal gesehen. Was für ein Grindstone? Den aus Holz, wo man so dran kurbeln könnte. Der aussieht wie ein Spinnrad. Eventuell der mit dem Schleifrad. Ja, genau. Der ist das bei mir am Tempel. Stimmt, da habe ich den gesehen. Okay. Astral Sorcery Tilest. 2 Vakuum Tubes, eine Kupferplatte und das Insulated Glass. Dann brauche ich einen Green Dye Powder, brauche ich noch. Früher ging das mit dem Kaktus, aber das geht, glaube ich, nicht mehr, den in den Ofen zu hauen, oder? Och, du kannst Cactus Green im Ofen machen. Dann machen. Achso, warte, warum habe ich den denn weg? Aber kommt da Green Dye? Ne, ich brauche ja Green Dye Powder. Das ist ja was anderes. Ja, guckst du im NEI nach, wo du herbekommst, was du brauchst. Jetzt habe ich eine Goldplatte gemacht. Düdüm. Kann man wieder einschmelzen. Junge, bist du unflexibel. Nein, ich brauche nur Kupfer. Was brauche ich für das andere noch? Was? Achso, ich weiß ja nicht, was ich danach noch machen muss, gell? Das ist doof. Echt doof, ja. So, ich hole mir mal kurz das Eisen Grid. Ich bin wieder da.
Hab jetzt Green Dye Powder. Hallo. Green Dye Powder. Dieses Iron Grid habe ich auch gemacht. Jetzt hole ich mir gerade mal hier unten den Crafting Table nach oben. Damit ich alles hier habe, sonst muss ich die ganze Zeit hin und her rennen. Ich hatte ja gesagt, ich bin faul. Ich wollte gerade sagen, ja. Hier hinten haben wir eine Pattern Chest, da können wir das noch reinklatschen eigentlich. Ne, können wir nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Okay, egal. Also, zwei Eisen brauche ich noch. Eisen habe ich sehr viel geschmolzen. Glas. Hat er keine Ahnung, dieser Mensch, hä? Null Peilung von links. So, zwei haben wir davon. Insulated Glass. Dann brauchen wir... Das hier wollte ich machen. Sehr gut. Kupferplatten hatten wir auch gemacht. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ey. Das nervt. So. Kupferplatten. Hierin. Und von diesen zwei Vakuumtubes. Und dann haben wir ein Circuit Board. Dann. Hä? Maybe, ja? Ja. Hast du mich ein bisschen verarscht? Nein. Glaube ich schon. Wo hast du die Pipes her? Ja, hab ich stinknormal gebaut. Das nächste, was du jetzt meinst, ist eine Redstone Engine. Nicht, dass du darfst dich nicht nach dem Bild richten, sondern nach dem Text. Ach so. Ich dachte, du hättest das Achievement alles schon gemacht. Nee. Ach so, jetzt kann ich den Redstone Engine bauen. Ja. Weil du dafür halt das Circuit Board brauchst. Vacuum Tube und Circuit Board. Ist ja eine coole Sache. Und ich mach das heute. Ja. Yeah. Mach grad zwei Redstone Engines, bitte. Wir haben ja zwei Koksöfen. Ha. Du bist aber motiviert. Ja. Wenn schon dann richtig, Junge. So, ich baue erstmal noch ein paar Eisenplatten. Ah. Ich habe sogar zwei Platten schon. Der Wahnsinn. Ajo, aber sowas von. Ja, mitdenkt. Ne, die Redstone-Platten, die lagen noch. Red Alloy Plates. Vom letzten Mal. Na, wie vorausschauend. Denkste. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Wenn du jetzt sagst, das war nicht so, dann ja, hast doch, du natürlich. Das gesagt. Ja, also. Ich habe keine Eisenplatten mehr. Sollte man auch mal welche auf Vorrat produzieren. Im Prinzip können wir bald die Rolling Machine bauen. Und da können die dann, keine Ahnung wie sie heißt, kann man die dann automatisch machen lassen. Da brauchen wir aber erstmal Strom für. Ja, Strom kriegen wir irgendwann demnächst, wenn wir anfangen oder fertig haben, so ein Stromhäuschen zu bauen. Ja. Okay. Weil es soll natürlich auch schön untergebracht sein. Wenn ihr dafür Ideen habt, wie das aussehen soll, dann schreibt die mal unten rein. Weil wir haben, oder ich habe keine. Mehr naja, redet immer von Steampunk. Kannst du dir natürlich nichts drunter vorstellen. Ja. Es sollen auf jeden Fall eine Menge Wasserräder rankommen, damit wir eine Grundversorgung haben. Wasserräder. Ja. Wasserräder, Windräder. What the fuck? Ich brauche vier Alloy-Dinger für ein Zahnrad. Redstone Alloy-Gear. Und ich halte sie in den Händen. Die Redstone Alloy-Gears und die Plates. Weil ich brauche beides, habe ich gemerkt. Gerade noch rechtzeitig. Respekt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen zu suchen. Also zwei da. Und ich habe viel zu viele Vakuumtubes gemacht, aber ist egal, die werden wir mit Sicherheit sowieso irgendwann brauchen. Die werden wir auf jeden Fall nochmal brauchen später. Ich muss noch ein Circuit machen. Da fängt es schon an. Davon eins.
Davon zwei und eine Kupferplatte, glaube ich, noch, oder? Ja. Ich dachte, ich hätte noch welche gemacht. Sollst du nicht denken, sollst bauen. Ich war mir aber sicher, ich hatte noch eine gemacht. Irgendwie mysteriös. So, davon müssen wir nämlich nochmal zwei machen. Oder? Nee, ein Circuit habe ich ja schon. Okay. Sticky Pisten hattest du auch irgendwo. Weißt du noch, wo die sind? Ja, die sind im Lederhaus, direkt in der linken Kiste. Dieses Gedächtnis. Hier. Jawollo. Dann haben wir, habe ich gleich alles. Und wir können den Tank anschließen, beziehungsweise die Coke Ovens an den Tank. So. Kupferblättchen. So, zwei Circuits. Treated Wood habe ich. Ich habe eigentlich alles in der Dash. Der Wahnsinn. Zwei Sticky Pistons, zwei Circuit Boards, zwei Redstone Engineering Blocks, zwei Gears und jawoll. Lever brauchst du auch noch, oder? Ja. Weil die Gears, die funktionieren natürlich nur mit einem Redstone-Signal. Genau. Dass du das weißt, ich bin beeindruckt. Okay. Impressed. Wie voll impressed, Alter. Echt wahr? Echt wahr? Voll krass. Oder willst du mich trollen? Aber ganz hart, Mann. Ah, einen habe ich sogar noch. Aber die sind ja auch nicht so schwer zu machen. Sagst du. Ajo, ich als Laie. Schon wieder Nacht. Du hattest vorhin gesagt, es ist immer Nacht, gell? Ja. Wie du siehst, schläft ja keiner. Sauerei. Nö. Schlafen wird überbewertet. Gibt sowieso viel zu wenig Zombies hier. In der Tat. So, ich bin da. Hast du einen Schlafsack dabei? Ja. Achtung, Achtung und... So geil der Anblick. Zack. Wenn er umfällt. Ich bin so müde. So. Also, hier hast du... Wo muss die Redstone Engine hin? Was hast du dir gedacht? Ich habe mir Folgendes gedacht. Ei. Aber hier musst du noch ein bisschen schön bauen. Hier kommt im Idealfall keine Sau rein. Also, wenn du das schön haben willst... Die Redstone-Engines funktionieren nur mit einem Redstone-Signal, das reicht schon. So, und dann fangen die das Pumpen an. Ja. Die Frage... Hä, ich habe das Signal wieder ausgemacht, hör auf zu pumpen. Ihr müsst natürlich dran denken, dass er die Fluid-Pipes macht, das heißt, ihr müsst die mit... Früher war das immer mit, Kakteenzeug. Ist das hier auch noch so? Ja, ja. Also wenn ihr die Fluid Pipes macht, dann muss da so Pipe irgendwas. Dichtung. Slimeballs oder Kaktus. Ich brauche jetzt erstmal eine Wrench, weil hier ist nämlich ein Kurzschluss im beziehungsweise warte, vielleicht kriegen wir das auch anders dahin. Ein Stone Gear. Ajo, mach den halt kurz weg. Vielleicht klappt es auch, wenn man es hier hinbaut. Mal schauen. Mann, ich habe das extra so platziert. Ja. Aber das ist eigentlich doof, was wir da machen. Wieso? Na, wo willst du die Pipe von da hinten herholen? Ei. Funktionieren tut's.
Dann Richtig. setzt man die Engine entweder oben oder unten drunter. Funktioniere Dudes. Also wie man sieht, hier fließt was. Fließt auf jeden Fall raus, das ist das Wichtigste. Dann mache ich kurz eine Wrench. Södle, wir sind fertig. Ja. Also Iron Pipes sind natürlich jetzt nicht ideal. Zu ja, langsam. Ja, erstens mal sind sie zu langsam, zweitens sind die direktional, also eigentlich sollte man an gewissen Stellen, wo man halt etwas nur in eine Richtung fließen lassen will, dann ein Eisenpipe dran machen und ansonsten ein normales Rohr, das halt entsprechend, ja, also hier an diesen Stellen zum Beispiel, hoppala, sorry. Aua, das war Absicht, gib's zu. Nein, ich wollte. Ah, ich verklick mich die ganze Zeit. Meine Schlafmatte auswählen. So, stimmt. Wie er da liegt. Kopf an der Wand. Ja. Stimmt, ich erinnere mich auch, dass die Ironwood, die Iron Pipes, die konnten wir als sogar mit Dingen machen, gell? Mit Filter oder sowas. Nein, nee, das waren die Diamanten. Das hier sind nicht die gefilterten. Wie gesagt, die haben halt, die haben nur einen, die haben 5 Inputs und einen Output, die Iron Fluid Pipes. Ah, okay. Und die muss man halt einrichten. Ich meine, man kann es machen. Und da es die sind, die 40 Millibuckets pro Tick halt durchschicken, wären halt die Cobblestone Pipes nur 10 Millibuckets pro Tick. Okay. Die Cobblestone-Pipes müsste man natürlich jetzt nicht ausrichten. An der Stelle hier ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man mit dem Cobblestone-Pipe sagen könnte, dass es sich hier nicht verbinden soll. Mit dem Eisen-Pipe kannst du hier halt sagen, dass es nur in diese eine Richtung läuft. Ja, dann kommt, ist da auf jeden Fall kein Output. Ja, und hier an der dann Stelle ist es halt im Prinzip unnötig. Aber wir haben jetzt gerade nichts Besseres. Cobblestone-Pipes mit 10 Millibuckets ist halt nicht so prickelnd. Und wir haben die Ressourcen, was soll's. Es funktioniert, fertig. Gut, dann schaue ich mir hier gerade nochmal den Tank an. Du hattest nämlich gesagt, der hat wie viel? 10.000? Der hat 1 Kilo Bucket und 296 Buckets. Also 1296 Eimer Flüssigkeit passen da rein. 68 sind bereits drin. Okay, das ist ziemlich viel. Das sollte eine Weile reichen. Jo. Und vor allem müssen wir auch das Zeug ein bisschen verbrauchen. Ja, aber dazu dann in der nächsten Folge vielleicht mehr. Ich werde mir in der nächsten Folge mal eine bessere und schnellere Rüstung machen. Weil, wenn wir hier vergleichen, Mavia ist mir viel zu schnell. Ich meine, ich werde zwar nicht so schnell sein wie Mavia, aber ein bisschen flotter zumindest und auch besseren Schutz haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder Like, Abo. Like und Daumen nach oben ist das gleiche, gell? Like, Abo, Kommentar heißt es, glaube ich. Like, Abo, Kommentar hieß es immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.